In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Christine, Leonie und Santino von Johnson Controls. Wir sprechen darüber, welche diversen Karrieren und Weiterbildungsmöglichkeiten man bei Johnson Controls haben kann. Bleibt dran! Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich auf meine drei Gäste heute. Und zwar, wir haben Christine, wir haben Leonie, wir haben Santino bei uns zu Gast. Schön, dass wir zusammen sprechen können. Schön, dass ihr da seid. Hallo Benjamin. Hi, danke für die Einladung. Danke dir. Echt cool. Ihr drei, mögt ihr euch mal kurz vorstellen? Jeder vielleicht so ein paar Sätzen. Wer seid ihr? Ja, gerne. Ich mache einfach gerne mal den Anfang. Ich bin Christine. Ich bin bei uns im Bereich Talent Acquisition tätig, jetzt seit mittlerweile etwas über 7 Jahren und leite hier ein kleines Team von Talent Acquisition Partnern. Das heißt klassischerweise Recruiting, wie man das so kennt. Ich bin Leonie. Ich bin seit 2020 im Unternehmen, bin damals als Werkstudentin gestartet und jetzt als Social Media Managerin im Team der betrieblichen Ausbildung von Johnson Controls. Ich kümmere mich um die Vermarktung unserer Ausbildungsinhalte, ob intern oder extern. Und dazu gehört unser Social Media Kanal bei Instagram, aber auch die Event Orga. Santino. Ja. Ich bin Santino, bin 2019 eingestiegen im Unternehmen, erstmal als Techniker, als Kältetechniker, habe dementsprechend Kälteanlagen und die Kunden vor Ort betreut und 2021 habe ich ein duales Studium, auch eben in der Kältetechnik angefangen und das werde ich dann dieses Jahr im September beenden. Cool, jetzt hat Leonie schon gesagt, ihr seid von Johnson Controls. Könnt ihr mal ein bisschen was erzählen? Was ist Johnson Controls? Was macht ihr? Santino hat schon verraten, er hat wahrscheinlich irgendwas mit Technologie zu tun im Bereich Kälte. Wer seid ja, ihr? Genau. Da gebe ich euch gerne noch ein bisschen mehr Einblicke. Also es ist so, Johnson Controls ist ein weltweit führender Anbieter von Gebäudetechnik. Das heißt, unsere Lösungen schaffen intelligente Gebäude, nachhaltige Gebäude, gesunde Gebäude. Und die Geburtsstunde geht zurück ins Jahr 1885. Da hat unser Gründer Warren Johnson das elektrische Raumthermostat erfunden. Und seitdem sind wir genau in diesem Bereich unterwegs, entwickeln uns natürlich auch da wirklich kontinuierlich weiter, haben jetzt zwischenzeitlich weltweit 100.000 Mitarbeiter und in Deutschland sind es so um die 3.000 an circa 25 Standorten. Und wie du schon sagst, also uns kennt halt nicht unbedingt jeder. Das liegt, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass man sich im Alltag über viele Dinge einfach gar nicht so sehr Gedanken macht. Wenn man jetzt beispielsweise im Einkaufszentrum unterwegs ist und das hat eine angenehme Temperatur, aber auch wenn wir zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden unterwegs sind, wie in der Universität, ein Museum, ein Flughafen, macht man sich ja auch keine Gedanken, dass man halt im Falle eines Falles durch zum Beispiel Brandschutztechnik dann geschützt ist. Und da in den Bereichen sind wir unterwegs. Das ist ja insofern auch mega spannend, weil das ganze Thema Temperatur, das war ja so vor 30 Jahren, jetzt sagen wir mal hier so in Mitteleuropa, war das ja gar nicht so ein Thema, sondern du hast einfach gesagt, okay, im Winter brauchst du halt eine Heizung, aber sonst passt das alles. Mittlerweile, ja, mit der globalen Erwärmung brauchst du ja wirklich in vielen Bereichen auch die Klimaanlage, weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Also das heißt, du brauchst ja wirklich eine intelligente Gebäudetechnik, weil sonst eigentlich für die Mitarbeiter im Büro oder oder irgendwo da, wo sie arbeiten, es eigentlich gar nicht mehr erträglich ist. Genau, also das ist noch ein guter Punkt. Es ist so, das Gebäude hat natürlich noch ein paar weitere Komponenten. Also was wir zum Beispiel auch anbieten, sind Lösungen rund um das Thema Sicherheit beziehungsweise sowas wie Videoüberwachung, Zutrittskontrolle. Und das greift natürlich alles irgendwo ineinander. Also man hat ja heutzutage in Gebäuden wahnsinnig viele Messpunkte. Und da hat man auch natürlich dementsprechend auch einen großen Hebel, das dann intelligenter zu machen, so wie du schon sagtest. Also dann natürlich nicht nur die Hardware zu haben, sondern eben auch die Software, die eben dann die ganzen Daten dann aufnimmt.
und auswertet und dann dementsprechend auch die Möglichkeiten bietet, da Dinge, die noch verbessert werden können, dementsprechend effizienter zu machen. Und das spielt natürlich ein Stück weit dann auf das Thema ein, Energieeffizienz, Energieverbrauch und einfach darüber hat man natürlich im Gebäude noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, um das zu optimieren. Jetzt für jemanden, der sich gar nicht mit dem Thema so beschäftigt, könnt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, wenn ich jetzt so in Bürogebäude gehe oder in, gerade glaube ich, einen Baumarkt erwähnt, wo seid ihr da überall? Tino, magst du? Ja, also im öffentlichen Baumarkt wird man uns doch weniger finden. Es ist schon das B2B-Geschäft, was wir mehr haben. Du wirst uns aber sicher auch in deiner Wohnung finden, also mit ganz normalen Raumthermostaten, mit ja, also öffentlichen Gebäuden, wenn du schon sagst, ich gehe in ein Gebäude rein, allein die Zutrittskontrolle, wenn du irgendwo zu Gast bist oder selber irgendwie Arbeitnehmer bist und hast so eine Chipkarte, die Technologie kommt zu 90% von uns. So, und dann gehst du rein und dann ist es angenehm, so die Lüftungsanlage, die ganze Kälte, die Befeuchtung auch der Luft und so weiter. So, und wenn es dann um Sicherheit geht, dann kommt natürlich dann auch Brandschutz rein. Und wenn wir das Ganze nochmal weiter ausweiten wollen, wir sind auch in der Marine dann ganz tief drin, auch eben mit Brandschutz, Sicherheit und eben der, ja, Gebäudetechnik würde man nicht mehr sagen, aber eben Schiffstechnik. Und dazu gehört auch eben die Kälte, Wärmetechnik, Energieversorgung und all, ja, und so weiter. Das ist gut, dass du sagst, weil das meinte ich auch so, wenn okay, ich betrete den Baumarkt, ich betrete irgendeine Halle oder sowas, wo treffe ich euch dann? Also das heißt, ihr stellt dann schon sehr viel der Intelligenz her, die im Gebäude vorhanden ist. Genau, sowohl als auch. Also es sind sowohl die einzelnen Produkte, also es kann auch beispielsweise ein Feuerlöscher sein, es kann eine Sprinkleranlage sein. Das sehe ich zum Beispiel häufig, wenn ich mal in Tiefgaragen so nach oben schaue. Also ich muss auch sagen, seitdem ich jetzt bei JCI bin, hat man natürlich auch mal einen anderen Blick auf die Dinge. Also wenn man jetzt irgendwo im Gebäude ist, dann guckt man sich ein bisschen anders um, als man das vielleicht vorher getan hat. Und genau, also es sind wirklich sehr, sehr viele Touchpoints, die man dann eigentlich hat, die man aber vielleicht auch, muss man sagen, zum Glück gar nicht so wahrnimmt, weil es oftmals natürlich nicht eintritt, dass man es benötigt. Aber gerade wenn eben beispielsweise ein Brand irgendwo entsteht, dann hätten wir dann Lösungen im Bereich einer Brandmeldeanlage, sodass zum Beispiel auch erkannt werden kann in einem größeren Gebäude, wo genau brennt es jetzt. Und wie gesagt, ansonsten dann die Sprinklertechnik, die damit reinspielt, die Feuerlöscher. Aber vielleicht auch noch interessant, was auch noch mit dazu zählt, wenn man gerade auf das Thema Zutrittskontrolle blickt, hast du ja auch oftmals so im Gebäude verschiedene Berechtigungen. Das heißt, du hast dann auch eben eine Chipkarte, die erkennt, okay, Mitarbeiter A darf jetzt in diesen Bereich rein und in diesen Bereich aber nicht aus bestimmten Gründen. Das heißt, auch da kann es eben sein, dass man uns begegnet. Ihr habt jetzt relativ viel schon beschrieben von Dingen, die sich ja auch, also die gerade auch super, super hochtechnologisch sind. Wie entwickelt man Unternehmen so weiter? Wie kriegt man das hin, dass man als Unternehmen innovativ bleibt, was jetzt halt schon, ja, viele, viele, viele Jahre am Markt ist? Ja, das hast du eigentlich schon fast selbst beantwortet. Liegt auch eben mit unserer 140 Jahre alten Firmengeschichte. Also es fing an, wie Christine schon gesagt hat, die Erfindung des ersten Raumthermostats und auch die Idee dahinter, was will ich damit erreichen? Ich will ja, also zum Vergleich, früher hatte man ja, Techniker, Technikerinnen, die dann eben die Räume betreten haben und geguckt, ja, wie ist denn die Temperatur? Und dann hat man dem entsprechend an Ketten gezogen und Kettenzüge und eben Dampf reingelassen oder nicht. So, und das war eben der automatische Schalter, der einfach vielleicht erstmal nur eine Klingel bedient hat. So, und dann weiß man, okay, die Temperatur ist jetzt gerade unter einem Sollwert gefallen. Das ist ja Nummer eins. Und über die Jahre haben wir dann über Joint Ventures, über ja, Firmenzusammenschlüsse, Fusionen. So bleibt man am Markt und so entwickelt man sich auch weiter mit eben Know-how aus anderen Firmen. Und so wächst dann eben das Johnson Controls-Universum zu, ja, zum Weltmarktführer und kann eben den Kunden in allen diesen großen Bereichen, die sich schon voneinander trennen. Also das eine ist Brandschutz, das andere ist Zutrittskontrolle und
Ja, mein Bereich ist ja dann nochmal was ganz anderes, eben die Kältetechnik. Und die bringt man doch irgendwie zusammen. Und ich denke, das war dann doch dann das richtige Rezept, um dann eben heute am Markt zu bestehen. Ich glaube, das ist halt auch eben unser riesiges Potenzial, dass wir eigentlich diese umfangreichen Lösungen aus einer Hand anbieten können. Also jetzt allein dieses Cross-Selling-Potenzial, was man jetzt über die Jahre, ob es über die Firmenzusammenschlüsse ist oder die Joint Venture, die Santino gerade angesprochen hat, die man eben dadurch erreicht hat. Ich gehe jetzt meinetwegen als Vertriebler in ein Unternehmen rein und grundsätzlich ist von mir erstmal gefordert, einen Vorschlag zu machen, welche Sicherheitslösungen wir anbieten können. Wenn man dann aber mal nach rechts und links guckt, jedes Gebäude ab einer gewissen Größe braucht eine Klimaanlage, braucht Brandmeldetechnik, die Sicherheitszugangstechnik. Und das ist eben halt, glaube ich, der große Vorteil, den wir haben, dass wir alles aus einer Hand anbieten können. Also ich meine, die Firmenstruktur ist nicht die leichteste, dadurch, dass wir sehr viele Untergesellschaften haben, weswegen wir auch dort dann mit anderen Namen auftreten und nicht immer unter diesen Johnson Controls. Das macht es auch manchmal dann wirklich ein bisschen schwierig. Aber letztendlich haben wir eben halt durch diesen Zusammenschluss ein unglaublich großes Potenzial, da eben halt diese Kompaktlösung anzubieten und für den Kunden als Johnson Controls wirklich alles anbieten zu können. Was ich mich frage, ist, wenn wir haben jetzt über die einzelnen Produkte so ein bisschen gesprochen und ich muss sagen, mir ist es noch nie aufgefallen. Also das ist wirklich so, dass man viel sagt, okay, natürlich brauchst du eine angenehme Temperatur und wie war es dann früher? Okay, da hat man halt irgendwie den Techniker angerufen, hier ist zu kalt, hier ist zu warm. Okay, das nervt, okay, das muss jetzt was gemacht werden. Ja, das sind ja so, das ist ja immer so das Ding mit diesen Sachen, die halt, wenn sie perfekt laufen, nimmt es keiner wahr. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ist es halt nervig. Also ich stelle mir das auch ganz spannend vor, wenn ihr so mit Freunden darüber sprecht, was ihr eigentlich so macht. Und wenn er so erzählt, okay, also naja, dank uns hast du halt ein super angenehmes Arbeitsumfeld und kannst super angenehm deinen Job ausführen, ohne dass ich ärgern muss, dass es zu warm, zu kalt ist, dass du nicht ins Gebäude kommst und was auch immer. Ja, also ich finde es halt echt spannend, wenn man bedenkt, ich habe das neulich gelesen, dass man davon ausgeht, dass wir ungefähr 90% auch der Lebenszeit überhaupt in Gebäuden verbringen. Das heißt, das hat natürlich einen riesen Hebel und eine riesen Auswirkung, eben wie das Gebäude dann auch funktioniert, was man aber auch eben alles vielleicht noch verbessern kann. Und insofern spielen da wirklich wahnsinnig viele Themen mit rein. Also wie wir schon gehört haben, natürlich hat es mal relativ klein angefangen von der Idee her, aber mittlerweile hast du natürlich in jedem Gebäude so wahnsinnig viele Datenpunkte. Du kannst die Energieverbräuche optimieren. Du kannst auch das, was du gerade sagtest, auch heutzutage muss beispielsweise nicht immer ein Techniker vor Ort sein. Man kann auch wahnsinnig viele schon aus der Ferne warten oder auch so eine vorausschauende Diagnose machen. Das heißt, der kann vielleicht auch von zu Hause oder die Technikerin erkennen, da ist jetzt gerade was vielleicht problematisch oder es zeichnet sich irgendwie ab, dass es demnächst, ja, gewartet werden muss. Insofern hat man natürlich heutzutage ganz andere Möglichkeiten auch. Und das ist ja das auch irre Spannende, könnte ich mir bei euch vorstellen. Genau dieses Thema, was du gerade ansprachst. Also früher war es ja wahrscheinlich so, dass man irgendwie abwarten oder abgewartet hat, bis halt irgendwas kaputt war, bis irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann haben die Leute sich gemeldet, hey, war super heiß oder irgendwas funktioniert nicht. Und jetzt gerade so mit KI kann man wahrscheinlich da super viel machen, dass man sagen kann, okay, also mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit kriegen wir da in 5 Monaten ein Problem, also schicken wir jetzt schon mal jemand hin, und dann merken wir noch weniger, dass wir da sind und sind noch happier. Ja, genau. Und das ist natürlich zum einen der Faktor halt Komfort. Also wie du schon sagst, wenn es jetzt um eine Klimaanlage geht, kann es, sag ich mal, im harmlosesten Fall sich einfach darauf auswirken, dass es halt nicht mehr angenehm ist. Aber es kann natürlich auch bedeuten, dass dann vielleicht eine Produktion gestoppt werden muss, weil es zu warm ist für bestimmte Produkte oder dass man erkennt, okay, das Brandschutzkonzept ist irgendwie gefährdet und natürlich muss aber jedes größere Gebäude da einen Standard erfüllen. Das heißt, da hat man einfach auch viel weniger ja, Reibungsverluste und auch weniger Ausfallzeiten, indem man das einfach vorausschauend schon planen kann. Wenn ihr jetzt sagt, also wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen, über dieses, also dass ihr schon ein sehr, sehr etabliertes Unternehmen seid, was aber trotzdem halt super viel Innovationen mitbringt. Diese Kultur, dass Menschen innovativ sind,
Wie kann man das erreichen, auch gerade jetzt, wenn man in sehr vielen Ländern unterwegs ist? Wie macht ihr das? Also es ist so, du hast natürlich zum einen, ist es ja, spannendes Zusammenspiel. Du bist natürlich auf der einen Seite sind wir ein Weltkonzern, der international unterwegs ist, der wirklich auch in wahnsinnig vielen Ländern aktiv ist. Gleichzeitig haben wir in Deutschland relativ viele Standorte, die dann dementsprechend auch nicht so riesengroß sind. Das heißt, du hast schon vor Ort, würde ich sagen, immer so eine gewisse auch ja, Art familiäre Atmosphäre. Das heißt, und das ist auch ein Stück weit dem geschuldet, das hatten wir auch eingangs schon besprochen, dass dadurch, dass wir so vielfältig sind, kann natürlich jetzt eigentlich keiner sich in jedem Bereich perfekt auskennen. Also du hast eigentlich bei uns niemanden, der in jedem Bereich der Spezialist oder die Spezialistin ist, sondern das führt zwangsläufig dazu, dass du dich halt wirklich miteinander austauschen musst, dass man auch neugierig sein muss, von den anderen zu lernen und zu verstehen, was machen die eigentlich und was können die vielleicht, was ich jetzt aktuell noch bräuchte. Das heißt, so eine gewisse Neugierde und auch wirklich Lernbereitschaft, würde ich sagen, ist da wahnsinnig wichtig. Und auch natürlich das Verständnis, dass sich die Dinge einfach weiterentwickeln. Also gerade das, was wir gerade gehört haben, das Thema effizientere Gebäude, da muss man natürlich auch immer offen sein, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, sonst wird man wahrscheinlich schlecht mithalten können. Was Ja, ist vielleicht noch kann man eben ergänzen, ganz wichtig, Qualitätsmanagement. Also wenn man jetzt nur sieht, was in Europa passiert, die Werke sind vielleicht in Nation A und es wird aber in Nation B und C nochmal verkauft, dass da die Rückmeldung kommt, dass da die Ingenieure unter sich sagen, okay, wir haben jetzt diese Probleme oder wir haben sehr gute Performance-Zahlen erreicht, die Kennzahlen müssen weitergegeben werden. Und so ist das so ein Miteinander. Ja, mit Kundendienst, aber auch Werksdienst, dass man da natürlich ein Zusammenspiel hat und ja, einfach einen Austausch. Und nur so kannst du dich bessern und immer am Stand der Technik sein, wenn da wirklich immer, ja, nochmal sich austauscht. Ja, klar, darum geht es am Ende. Jetzt habt ihr schon gesagt, dass Johnson Controls gar nicht so viele Leute kennen. Wie waren denn eure Wege zu Johnson Controls? Warum habt ihr euch entschieden, zu Johnson Controls zu gehen? Also ich stand eigentlich damals so ein bisschen vor der Frage. Ich habe mein Studium fortgeführt, ich habe meinen Master gemacht und habe mir dann tatsächlich ein Unternehmen gesucht, was international operiert und auch eine gewisse Größe hat. Mein Themenschwerpunkt lag damals wirklich so im Marketing und auch im Bereich Marktforschung. Ich meine, da brauchst du eine gewisse Marktgröße und auch ja, ein gewisses großes Unternehmen, dass solche Abteilungen dann eben halt überhaupt ja vorhanden sind und man auch so einen gewissen Spielraum hat und auch seine Kreativität da auch ausleben kann. Und so bin ich eigentlich dann damals, muss ich wirklich sagen, durch Zufall auf Johnson Controls gestoßen, denn ich kannte es bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Da muss ich mich jetzt selber outen. Habe es dann eben sehr schnell kennengelernt und hatte auch direkt von Anfang an da meine Möglichkeit, mich anhand meiner Kompetenzen und Leidenschaften auch zu entwickeln. Ich bin im Bereich Market Intelligence gestartet. Das ging wirklich auch in Richtung Marktforschung. Habe dann aber schnell für mich selber auch festgestellt, dass meine ja, Kompetenzen wirklich eher im Bereich Marketing und ich nenne es jetzt mal Kreativarbeit liegen. Hatte dann die Möglichkeit, ins deutsche Marketing-Team zu wechseln und bin dann, als ich vor der Frage stand, wie geht es für mich beruflich weiter nach meinem Abschluss, habe dann die Möglichkeit bekommen, ja, im Ausbildungsteam als Social Media Managerin einzusteigen. Bin mehr als happy jetzt gerade, wo ich bin und auch, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, nach rechts und links zu gucken, auch schon als Werkstudentin, finde ich nicht selbstverständlich. Die Möglichkeit habe ich heute noch. Ich kann heute noch meine Kreativität ausleben, mich einbringen. Und ich glaube, genau das ist diese Innovationskraft, von der wir gerade eben gesprochen haben, dass man einfach die Möglichkeit hat, ja, die Ideen zum Leben zu erwecken, die weiter voranzutreiben. Die habe ich hier und ja, deswegen bin ich mehr als froh, hier zu sein. Genau, Santino, du warst 2019 bist du dabei, oder? Du kannst dich auch noch dran Genau. erinnern. Richtig, ja. Ich andererseits kannte Johnson Controls, aber ich denke auch, dass man in meinem Beruf eben die Hersteller kennt, die großen Firmen und da hätte ich ein saloppes Beispiel, das schneidest du gerne raus, wenn es zu. Also für mich war es so, ich habe ein kleines Unternehmen
Nachdem ich Atronika für Kältetechnik gemacht, eben in der Ausbildung. Und für mich war das Kreisliga-Fußball und Johnson Controls war eben die Champions League. Und jeder Kreisligist möchte dann natürlich in der Champions League ganz oben mitspielen. Und so kam es dann, dass ich mich erstmal weitergebildet habe, um eben gewissen Standard zu erfüllen, weil das, was hier gemacht wird, ist eben nicht von der Stange und da muss man natürlich auch etwas mitbringen. Genau, habe ich dann da rangesetzt und dann allen Mut zusammengenommen, mich beworben und war dann erstaunt, wie Leonie schon sagt, welche Möglichkeiten man hier erfährt und wie viel, ja, man bekommt die Chance, einfach das zu werden, was man werden möchte. Und bin auch mega glücklich drüber, natürlich. Du hast du da noch ein bisschen was zu erzählen, weil das ist natürlich super spannend, wenn du sagst, hier, du hast in einem kleineren Betrieb eine Ausbildung gemacht. Das ist ja in Deutschland auch recht, ja, machen ja sehr, sehr viele Menschen halt gerade aus, mittelständische Betriebe bilden sehr viel aus. Aber, also ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber dann stößt man ja ab relativ schnell an so ein gewisses Level, wo man sagt, okay, also entweder bin ich damit jetzt happy oder wenn ich mich halt weiterentwickeln möchte, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, auch gar nicht jetzt, dass das schlecht ist, was diese Unternehmen anbieten, aber es gibt dann vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, weil du gar nicht so viele, so gar nicht so viele Positionen hast oder schaffen kannst. Wie war das so für dich? Wann hast du so die Entscheidung getroffen, zu sagen, hey, ich will jetzt von einem mittelgroßen Unternehmen zu einem Weltkonzern gehen? Ja, da bin ich bei dir, dass du in kleineren Betrieben ziemlich schnell an so eine Grenze ankommst, wo du eigentlich schon eine Koryphäe sein, es ist schwer, das will ich dir gar nicht sagen, aber du erreichst dann ziemlich schnell, du hast dann alles gesehen und die Kältetechnik ist eben, du hast die Klimatechnik da, was man eben aus dem Hotel, aus Hotels kennt, du hast die Kältetechnik, was man aus dem Supermarkt kennt. Du hast aber dann natürlich die riesengroßen Anlagen in der Industrie und die siehst du dann in kleineren mittelständischen Unternehmen weniger. Und wenn du dann den Anreiz hast, tiefer in die Kälte einzusteigen oder egal in welche Technik, dann kannst du nur eben zum Hersteller gehen, weil da bekommst du Einblicke wirklich in die Technologie. Wie löst man das? Wie groß können so Anlagen sein? Und wenn man dann davor steht, dann guckt man so, dann ja, bin ich hier vor einer Anlage oder ist das ein Haus? Ne? Und es ist auch einmal beeindruckend einfach zu sehen. Und jeden Tag lernt man dazu. Und für mich persönlich, ich möchte niemals stagnieren, egal ob beruflich oder persönlich. Und hier wird mir geboten, mich täglich weiterzubilden. Und das sieht man eben, welche Möglichkeiten mir gegeben hat. Ne? Also überhaupt zu sagen, da kommt jetzt jemand aus einem kleinen Handwerksbetrieb und bringt eigentlich sehr wenig mit, um an unseren Anlagen zu schrauben. Also da muss eine Einarbeitung, da muss der Betrieb Zeit, Geld, alles Mögliche investieren, um den überhaupt ja, an den Kunden zu bringen, an die Anlage zu bringen. Und ja, das ist eben, was Johnson Controls bietet, Möglichkeiten. So, und wenn der 2 Jahre geschraubt hat, also der gerade mal frische Techniker wird bei Johnson eben angenommen, es werden alle Chancen gegeben, dann kommt er gleich und sagt nach 2 Jahren, ich möchte noch ein duales Studium drauflegen, wird der Weg ebenfalls geebnet. Und das ist das, was ich eben erfahren habe. Und das ist eben jetzt kein Bullshit. Das macht nicht jeder. Wie war es damals für dich so in den ersten Tagen? Weil ich kann auch ganz gut, ganz, ganz gut nachvollziehen. Ich habe meine Ausbildung bei einer kleinen Volksbank gemacht und bin dann zur Deutschen Bank gegangen. Du sagst, okay, also du gehst von einem sehr kleinen Unternehmen, wo jeder sich kennt, zu einem Unternehmen mit, ja, damals auch 100.000 Mitarbeitern. Und da kennst du vielleicht die Leute, die so in deiner nächsten Reihe sitzen, aber sonst kennst du da niemanden. Also das kann ja auch sehr überwältigend wirken, anzukommen und wie wirst du aufgenommen? Auf einmal ist es halt nicht so, dass es halt irgendwie die Gabi gibt, die sich um alles, alle Themen HR kümmert oder sowas, sondern es gibt ein riesiges Center und da muss man sich auch immer so ein bisschen recht zurechtfinden, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall dann am ersten Tag, wie du schon sagst, das hast du selber erfahren, ist schon beeindruckend. Und da fühlt man sich eben so klein mit Hut, ne? Und dann, aber vielleicht hast du das auch so erfahren, dass man ziemlich gut abgeholt wird. Also bei mir war es so, da hat man wirklich einen Techniker freigeschaufelt zeitlich und hat gesagt, okay, der macht jetzt 3 Monate die reine Einarbeitung des neuen Mitarbeiters.
Das ist dann auch nicht nur gesagt am ersten Tag oder am zweiten Tag, oh, das läuft jetzt schief, der muss doch jetzt mal eben abspringen, das passiert im Handwerk sehr, sehr schnell. Nein, da hat man gesagt, nein, der macht die Einarbeitung und ansonsten passen unsere Pläne nicht. Und das ist eben dieses Wort halten, dieses auch, ja, wie soll man sagen, man kann sich eben darauf verlassen, ja, Zuverlässigkeit ist es eben. Und das nochmal zu dem, was du meintest, zum ersten Tag, die wird auch sofort die Angst genommen. Du bist sofort im Team. Du brauchst dich gar nicht so klein fühlen, gar nicht so doof fühlen, wie man meint, wie man meint. Und also ich habe eine großartige Erfahrung gemacht. So, aus deiner Perspektive, warum machen das nicht mehr Leute? Weil es ging, also es ist ganz witzig, weil was du beschreibst, es ging mir damals genauso, dass ich erst dachte, oh meine Güte, ob du dich da zurechtfindest und du merkst halt irgendwie ab Tag 1, es gibt sehr klare Strukturen, es gibt sehr klare Prozesse, und eigentlich ist es ein totaler No-Brainer. Also du hast viele Leute, an denen dich orientieren kannst. Du kommst super schnell rein. Deswegen frage ich mich immer, warum machen es nicht mehr Leute, von kleinen Unternehmen zu großen Unternehmen zu wechseln? Eine gute Frage, weil vielleicht diejenigen, die das nicht machen, nicht über ihren Schatten hinausspringen können oder wollen. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich musste auch wirklich allen Mut zusammennehmen, um das zu machen, weil ich mich so klein gefühlt habe und wirklich nicht qualifiziert genug. Warum machen das nicht mehr Leute? Ich weiß es nicht. Die Frage ist vielleicht, warum ermutigen nicht Unternehmen, Menschen sowas zu machen? Das wäre vielleicht mal zu hinterfragen. Aber ich glaube, die Mehrheit der Unternehmen, die in der Größe mitspielen, sind schon gewillt, da ja, Leute dran zu kriegen. Und so eben, vielleicht kannst du ergänzen, Leo, was wir da so machen mit der Ausbildungsabteilung, was wir da so alles tun und welche Hebel da man alle drückt und zieht, um eben viele Leute, viele qualifizierte Menschen zu haben. Also jetzt gerade auch nochmal zu der Frage, ich habe jetzt gerade selber überlegt, warum geht man nicht in einen großen Konzern oder was würde einen davon so abhalten? Ich weiß halt nicht, ob das manchmal dann vielleicht auch so die Frage ist oder die Sorge, bin ich ein kleiner Fisch in einem riesigen Becken? Also dieses Thema, glaube ich, Anonymität in einem größeren Konzern ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Bin ich jetzt nur eine Nummer von vielen und bin ich dann eher in einem mittelständischen oder womöglich kleinen Unternehmen? Ist es da wirklich noch dieser familiärere Charakter? Das kann ich jetzt weder bejahen noch verneinen. Ich glaube, dass das auch wirklich immer damit zu tun hat, wie wird man wirklich in dem Team aufgenommen. Also generell leben wir halt wirklich diese Kultur, ein großes Team zu sein und geben uns, wie Santino jetzt als Paradebeispiel schon aufgeführt hat, wirklich die größte Mühe. Ob das jetzt wirklich bei den Servicetechnikern, bei unseren anderen Sales-Angestellten oder auch bei den Azubis ist. Also wir versuchen das Ganze schon mit einer großen Onboarding-Veranstaltung jetzt für unsere Azubis, da schon mal wirklich diesen Weg zu ebnen, transparent zu sein, diese Anonymität zu brechen, das Kennenlernen am Anfang direkt zu schaffen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich der Start, dass es damit steht und fällt alles. Wir haben es letztes Jahr wirklich als Pilotprojekt mal machen können, dass wir das Ganze in unserer Ausbildungswerkstatt in Ladenburg, da haben wir die Azubis zusammengetrommelt und am Ende war wirklich das Feedback, es ist familiär. Wir treten geschlossen als Gruppe auf, wir haben Freunde gefunden und man merkt es einfach wirklich bis heute, dass diese Einführung, dieser Einstieg ins Unternehmen auf diesem Weg, dass man wirklich da, ich will jetzt nicht sagen, an die Hand genommen, aber irgendwo war es so, das hat sehr, sehr viel ausgemacht und ich glaube, dass das gerade in Großkonzernen entscheidend ist, wirklich für die Onboardies eine sehr gute Einführung einfach zu haben, dass sie sich abgeholt fühlen, die wichtigsten Infos bekommen haben und eben kein kleiner Fisch im Becken sind und einfach rumschwimmen und es kümmert sich niemand. Also ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Du, to be honest, es ist ja auch so, also an die Hand genommen zu werden, ist ja eigentlich auch eine super Sache, weil es ist ja auch keine Challenge zu sagen, hey, also ich bin jetzt Kältetechniker, aber ich will mich noch ein bisschen ins HR reinfuchsen oder sowas. Deswegen will ich das jetzt auch noch machen. Das ist ja eigentlich mega cool, wenn du sagen kannst, hey, mega gute Onboarding-Experience und ich kann mich auf meinen Job konzentrieren. Ich muss gar nicht noch irgendwie 10 andere Jobs noch nebenbei machen. Ja, so ist es.
Also es fängt dann an, dass du am Anfang schon alle abgeholt hast, dass sie die richtigen Tools benutzen, dass sie wissen, wie sie die benutzen. Es holt einen am Ende sowieso wieder irgendwie ein. Und wenn man das am Anfang einfach schon schafft, da eine gleiche Wissensbasis auch irgendwie dann aufzubauen, ich meine, es wird auch irgendwo nach außen getragen, muss man jetzt auch sagen. Ich meine, wir sind alle im Kampf um Talente, ob es die Festangestellten sind, ob es Azubis, ob es duale Studierende sind. Wenn man dann eben halt sagen kann, wir haben ja wirklich ein gutes Onboarding, wir können das Ganze nach außen kommunizieren. Das Gleiche ist mit dem Preboarding. Ich meine, das sind so Begriffe, mit denen spielt man jetzt irgendwie immer. Wir haben teilweise wirklich eine lange Zeit zu überbrücken zwischen Vertragsunterzeichnung und dann wirklich Ausbildungsstart. Wir leisten schon wirklich sehr viel Arbeit. Berufsorientierung, Talenteakquise ist schwerer, herausfordernder denn je, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir es dann einmal geschafft haben, sie wirklich zu überzeugen, sich für uns als Arbeitgeber zu entscheiden, müssen wir dann aber gucken, dass wir nicht nach dem aus dem Auge, aus dem Sinn Prinzip mal kurz gegen einen anderen Ausbildungsbetrieb ausgetauscht werden. Die Herausforderung ist dann auch nach Vertragsunterzeichnung auch gegeben. Also ich meine, da muss man wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen, es ist einfach so. Deswegen sind wir jetzt auch dazu übergegangen, hybride Preboarding-Veranstaltungen einzuführen. Sprich, man kann sich digital oder auch aus dem Unternehmen, also aus unseren Ausbildungswerkstätten, hinzuschalten, lernt die Ausbilder kennen, die mit Azubis. Und wir versuchen da auch wieder mit dieser Anonymität zu brechen. Viele haben uns wirklich noch nicht gesehen, kennen uns über E-Mails, aber es ist was ganz, ganz anderes, jemandem mal persönlich die Hand zu schütteln. Man sieht seinen Ausbilder, man sieht seine Mit-Azubis. Und dann auch, also wir haben wirklich gemerkt, davor kamen wirklich sehr, sehr wenige Fragen. Wir haben immer gesagt, meldet euch, wenn ihr noch Fragen habt. Und danach kamen sie. Also man hat wirklich diese Hürde, Fragen zu stellen, herabgesetzt. Und ich glaube, weil wir als Ausbildungsabteilung hier der erste Kontakt auch zu den jungen Menschen sind, ist es eigentlich, dass wir dem Unternehmen das Gesicht geben und wir es schaffen müssen, diese Bindung aufzubauen. Ich glaube, damit steht und fällt auch wieder alles. Es ist am Ende doch diese emotionale Komponente, die man wirklich nicht aus den Augen verlieren sollte. Das ist super spannend, dass du es sagst. Christine, jetzt bist du, schaust du ja auch wieder aus einer etwas anderen, aus einem etwas anderen Blickwinkel da drauf. Diese persönliche Komponente, erstmal, wie wichtig war das für dich, als du zu Johnson Controls gekommen bist? Aber auch zum Beispiel, wie wichtig ist es dir jetzt in deiner aktuellen Position, dass du die Menschen, die ihr für Johnson Controls begeistern könnt, dann tatsächlich auch sagen, hey, da finde ich so ein gewisses Zuhause. Ja, extrem. Also ich muss sagen, für mich war es damals so, ich hatte halt den Wunsch, in-house zu gehen. Ich hatte halt vorher schon Recruiting gemacht bei einem Personaldienstleister und habe halt gemerkt, immer da, wo ich das Unternehmen besser kannte oder wo ich wirklich das Unternehmen schon mal vor Ort gesehen habe, die Führungskräfte kannte, ist es mir so viel leichter gefallen, den Kandidaten oder die Kandidatinnen auch davon natürlich zu begeistern. Und insofern war das halt für mich dann genau der Faktor, also wirklich kennenzulernen, wer ist dann mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, was sind so die Herausforderungen, das wirklich sehr realistisch auch zu verstehen. Es war für uns damals so, dass wir da relativ neu gestartet sind mit dem Recruiting-Team. Wir haben es wirklich relativ von null aufgebaut. Und ich muss sagen, das war halt das Tolle, dass wir, auch wenn ich dann natürlich sehr neu war, trotzdem sehr viele eigene Ideen reinbringen konnte, dass wir eigentlich so ein bisschen grüne Wiese hatten. Und das ist jetzt nach wie vor so. Also, dass ich halt auch merke, auch mir wird es jeden Tag nicht langweilig. Man lernt wirklich immer wieder dazu. Und genau das, glaube ich, kommt auch dann rüber, wenn wir mit den Kandidaten sprechen, dass wir natürlich dann möglichst nah dran gewesen sind, um denen dann zu erzählen, was sie machen würden. Ich habe beispielsweise in den ersten Monaten auch direkt einen unserer Techniker begleitet, um einfach zu sehen, okay, was heißt das eigentlich? Ich bin Servicetechniker, ne? Was mache ich da den ganzen Tag? Und wenn man das gesehen hat, dann kann man es einfach auch noch mal ganz anderen Ebene rüberbringen. Und ich glaube, damit auch die Leute abholen. Und genauso geht es halt für mich weiter. Man muss auch sagen, ich hatte ja zwischenzeitlich eine kleine Elternzeitpause. Und als ich dann wiedergekommen bin, das war gerade so die Phase, wo plötzlich irgendwie jeder von Nachhaltigkeit gesprochen hat. Und es war einfach nochmal ein ganz anderer Hebel, die Leute auch da wieder abzuholen. Weil vorher war es halt natürlich der spannende Technologie. Aber jetzt plötzlich, wo Leute sich mehr darüber Gedanken gemacht haben, was heißt es eigentlich, konnte man die wirklich nochmal auf einer ganz anderen Ebene abholen. Und ja, auch da natürlich wieder das Wichtige, das Team kennenzulernen, die Vorgesetzten kennenzulernen. Zu lernen, persönlich zu verstehen,
Was ist jetzt mein Beitrag an der ganzen Geschichte? Jetzt haben wir immer schon ein paar Sachen gehört von euch, also gerade so um die Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Du hast jetzt gerade angesprochen, das ganze Thema Nachhaltigkeit, was ja dann auch wiederum bedeutet ist, dass sich da viele ja wirklich fit machen müssen, weil es ja auch zum Teil, also ich weiß nicht, wie es bei euch im Unternehmen war, aber das war ja, ging ja vielen Unternehmen so, dass man auch viele Jahre das ganze Thema schon betrachtet hat, aber nie so in diesem Umfang. Also das heißt, ich muss da die Mitarbeiter fit machen, ja, da zum einen mit offenen Augen durchzugehen, aber auch eigene Lösungen zu entwickeln und natürlich dann auch so das bei Santino, was er gerade erzählt hat, mit, okay, ich bin aus der Ausbildung raus, ich habe ein paar Jahre gearbeitet und starte jetzt auch nochmal ein duales Studium. Das sind ja schon sehr viele Dimensionen in Mitarbeiterweiterentwicklung, die halt auch extrem, ja, die halt auch eine gewisse Investition von eurer Seite beinhalten. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bewusst machen oder halt erstmal die Frage stellen, wo will ich hin, was möchte ich beitragen. Ich glaube, das Wichtigste sollte erstmal sein, dass man generell offen ist und bereit, neue Dinge zu lernen, weil ich glaube, wir alle wissen, die Dinge ändern sich sowieso um uns herum, die Technologien und die Herausforderungen. Das heißt, das wäre schon mal natürlich der erste wichtige Schritt zu verstehen. Jeder, der einen Beitrag leisten will, der muss sich auch ein Stück weit natürlich mit einbringen. Und was wir jetzt auch in den letzten Jahren etabliert haben, das ist weniger, sage ich mal, dass man so eine Art Training mit der Gießkanne macht. Jeder bekommt jetzt automatisch dieses und jenes Training, sondern dass man wirklich auch ein bisschen selber gucken kann, wo liegen so meine Interessen und Stärken. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren sogenannte Business Resource Groups aufgebaut. Das sind so wie freiwillige Netzwerke, denen jeder bei uns beitreten kann und die alle so einen gewissen Fokus haben. Das kann halt zum Beispiel das Thema, also so ein Women's-Programm, das wir haben, sein, wo wir uns so ein bisschen auch ein bisschen bewusst machen, was hält vielleicht Frauen davon ab, selber sich in Richtung Führungsposition zu interessieren, oder auch allgemeinere Business Resource Groups, die zum Beispiel mehr darauf abzielen, auch da wieder die Durchlässigkeit in Richtung Führungsrollen zu vereinfachen. Das heißt, ich weiß vielleicht jetzt, okay, ich bin jetzt nicht so super fit in Excel, das hat mich bislang immer davon abgehalten, mich für eine bestimmte Rolle zu bewerben, und einfach da diese Hemmung auch so ein bisschen abzubauen, indem man selber sagt, so, pass auf, ich mache jetzt hier bei diesem Programm mit, ich nehme mir da freiwillig so ein paar Kurse mit, tausche mich aus, bilde mir ein Netzwerk. Das heißt, es ist vielmehr so eine gewisse Eigenverantwortung auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, ich möchte auch mich in eine gewisse Richtung entwickeln und so dann eben auch wirklich kontinuierlich weiterentwickeln. Also ein Thema Hemmung abbauen. Ich muss nochmal auf das zurückkommen, dass du eben gesagt hast, okay, dann habe ich nochmal angefangen, nebenbei zu studieren. Das ist ja doch dann schon auch eine krasse Entscheidung zu sagen, also ich mache das jetzt, ich verzichte wahrscheinlich relativ lange auf relativ viel Freizeit. Auf der anderen Seite bringt es mich halt nochmal auf ein ganz anderes Level. Und Auf da, jeden Fall, ja, mach deine genau. Frage bitte. Und dazu würde mich auch interessieren, okay, wie hast du dich damals dafür entschieden? Wie war der Prozess? Was hast du dir für Gedanken gemacht, um dann am Ende zu sagen, hey, das mache ich jetzt? Also erstmal ist es bei mir nicht nebenbei, Gott sei Dank. Also ich studiere nicht nebenbei. Dafür musste ich dann ganz andere Aufwendungen betreiben. Sprich, ich bin nicht mehr Techniker gewesen. Das heißt, als 30-Jähriger nochmal zur Uni zu gehen, kannst du dir vorstellen, welche finanziellen Mittel dann auf einmal fehlen. Also da die Entscheidung, die ist nicht einfach. Für mich war es einfach ein Riesenwunsch seit, weiß ich nicht, seitdem ich in der Kältetechnik bin. Ich war irgendwann mal in der Berufsschule, habe diese Uni gesehen, wollte sie unbedingt haben. Sprich, also das Studium wollte ich haben. Ich hatte nur bislang nie den richtigen Partner. Man braucht für dieses duale Studium immer ein Unternehmen. Und ich habe eben, ja, gelernt, ein klein mittelständisches Unternehmen. Danach war es ein großer deutscher, ja, fast schon Konzern, ja. Und selbst da hatte ich nicht die Möglichkeit. Und dann kommt Johnson und ja, okay, klar, machen wir das. War so ein bisschen so der Zeitgeist. Aber ich glaube, wenn es Johnson Controls nicht gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, das Studium nicht bekommen, weil es einfach nicht normal ist, mit 30 oder 31, weil ich da schon, dann nochmal zur Uni zu gehen. Ja, aber es hat es einfach vereinfacht, dass ich da wusste, wen ich da im Rücken habe.
Absolut. Das war, wenn ich da noch irgendwie einen Zweifel hatte, dann wusste ich, okay, da ist JCI und ich weiß ganz genau, selbst wenn es nicht klappt, werde ich auch dann aufgefangen. Wenn ich dann exmatrikulieren muss, es kann ja alles passieren, weiß ich ganz genau, ich werde da aufgefangen. Das kann gar nicht schlimm sein. Also, man muss, wie gesagt, das kann ich auch jedem raten, auch wenn ich habe auch mit vielen Azubis gesprochen, im Onboarding, so einfach Mut und gebt euch einen Ruck. Also man muss da nicht, ne, also Thema Hemmungen, egal, ob es junge Leute sind, alte Leute oder eben, jeder hat irgendwie doch seine Hemmschwelle, die er dann irgendwie nicht lösen kann und dann muss man, ja, dann ist es auch unternehmensunabhängig, ne? Das ist so schon eine persönliche Entscheidung. Aber wie gesagt, wenn man weiß, wo man eben ist, ob man angekommen ist oder nicht, dann vereinfacht das schon einiges. Ich habe noch so ein paar letzte Fragen zu euch. Und zwar, jetzt haben wir ja verschiedene Sachen schon gehört, also was die Ausbildung für Leonie vorgestellt hat, was Santino macht. Könnt ihr uns mal so ein bisschen abholen, welche Menschen starten bei Johnson Controls? Also in der Ausbildung, nach der Uni, dann von anderen Unternehmen kommen und sich dann weiterentwickeln. Können wir es dann nochmal so einen kurzen Abriss geben? Ja, mal gucken, wie kurz wir das schaffen. Also die Herausforderung ist, dass wir haben ja gehört, es ist sehr vielfältig bei uns. Das heißt, wir haben halt wirklich viele verschiedene Ausbildungsberufe. Wir haben viele verschiedene Standorte. Wir haben natürlich auch Positionen für Leute, die jetzt ein Studium in der Tasche haben. Das heißt, wir interessieren uns einfach für Kandidatinnen, Kandidaten, die sich, sage ich mal, ein Stück weit natürlich für das Thema Gebäude interessieren sollten. Natürlich sollte halt in den technischen Berufen auch diesbezüglich irgendwo eine Verbindung da sein. Also es muss jetzt nicht sein, dass jemand exakt das in der Vergangenheit gemacht hat. Ich muss sagen, auch da sind wir wirklich immer weiter dabei, uns auch zu entwickeln, indem wir zum Beispiel sagen, wir bieten jetzt spezifische Onboarding-Programme an für bestimmte Rollen, wo wir sagen, diese Themen schulen wir dann nochmal ganz gezielt. Insgesamt, vielleicht, wenn man es so ein bisschen clustern möchte, also bei den Ausbildungsplätzen, die halt überwiegend technisch geprägt sind, ist es natürlich hilfreich, wenn man ein Stück weit eine Stärke oder zumindest keine Abneigung gegen naturwissenschaftliche Fächer hat. Wenn man einfach Interesse hat, natürlich auch an diesen Zusammenhängen und vor allem auch ein Interesse daran, sich wirklich kontinuierlich da auch weiter zu schulen. Wenn wir jetzt so ein Stück weit von der Ausbildung weggehen, auch da sind es oftmals, sage ich mal, technische Backgrounds, die Neustarter bei uns mitbringen. Aber es ist, wie gesagt, nicht erforderlich, dass man exakt im diesem Segment vorher tätig war. Also da sind wir auch wirklich sehr, sehr offen und gucken bei jeder Stelle ganz separat und auch gezielt, was ist wirklich das absolute Must-Have und was können wir wirklich alles noch leisten, weil das ist natürlich das Tolle, mit der Riesentruppe, die wir haben und auch dem viel Know-how, das wir haben, gibt es einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten, um die Leute auch zu begleiten während der Einarbeitung. Ich hätte jetzt auch geantwortet, dass wir eigentlich auf der Suche nach Talenten sind, die Leidenschaft für unsere Berufsbilder mitbringen. Das ist natürlich immer leicht gesagt, wenn ich jetzt einem 80-jährigen, 80-jährigen, einem 18-jährigen Interessenten auf der Messe sage, bringst du deine Leidenschaft für das Berufsbild mit? Und der arme Kerl steht vor mir, geht sehr offen mit seiner Überforderung um, dass er überhaupt nicht weiß, aus welchen Ausbildungsberufen und Studiengängen er da überhaupt noch was wählen soll. Also ich meine, das ist ja wirklich diese Flut und auch diese Überforderung, eigentlich dann für sich einen Berufsweg irgendwie zu finden. Und wir versuchen das Ganze jetzt über Praktika auch so ein bisschen sowohl für uns herauszufinden, als auch den BewerberInnen da die Chance zu geben, überhaupt mal realitäts- und praxisnah diese Berufsbilder kennenzulernen. Weil ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir lernen die BewerberInnen kennen, können eben herausfinden, ist da eine Leidenschaft da? Sind Sie motiviert? Können Sie eine Transferleistung erbringen? Also das, was Sie gelernt haben, können Sie das anwenden? Und die InteressentInnen stellen für sich fest, kann ich mir vorstellen, in diesem Unternehmen zu arbeiten? Ist das ein guter Ausbildungsbetrieb? Komme ich hier menschlich auch zurecht? Wie ist hier die Stimmung? Und ich glaube, dass das eben halt auch wirklich super wichtig ist. Natürlich diese Affinität für Naturwissenschaften, gerade für die technischen Berufe auf jeden Fall. Aber wir sind da mittlerweile auch eher so die Verfechter davon zu sagen, wenn da wirklich jemand ist, der Motivation, Leidenschaft mitbringt und es passt ins Team,
Also ich meine, jeder Diamant kann geschliffen werden. Und ich glaube, dass man sich gerade bei dem Arbeitsmarkt auch so ein bisschen davon freimachen muss, da wirklich in seinen festen Strukturen nur noch zu suchen. Und da sind wir grundsätzlich also wirklich offen, ja. Mega. Das war echt ein spannender Einblick, den ihr uns gegeben habt. Das auch mit ein paar Überraschungen da drin. Das war echt richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank euch drei. Danke dir. Sehr gerne. Und vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.